Grüezi aus Tirol, hallo aus Wien, guten Tag aus Berlin, aber oder einfach aus Niederösterreich, hallo, hier ist euer Moritz. Also, ich habe heute ein Einkaufsbummel gemacht und habe da beim Einkaufen das hier gefunden. Das wunderbare Kinderüberraschungsei Dreier Package von der alten Serie Mickey Mouse and Friends, also Mickey Mouse und Freunde. Ja, eine Figur ist garantiert. Und ich würde sagen, wir öffnen sie. Was steht hier noch? Achtung, enthält Spielzeug, Kleinteile, Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen. Da steht es auf Englisch. Da steht nichts, da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Da steht was, das ist mir jetzt zu viel. Also beginnen wir einfach mal. Ich hoffe, ich kriege das hier relativ ordentlich auf. Ja, ich glaube, das kann man uns ordentlich denken lassen. Machen wir auch gleich einmal einen Schütteltest. Ob ich da vor ein paar Wochen, vor ein, zwei Monaten, glaube ich sogar, eins, zwei und da rein. Also ich glaube, vor ein, zwei Monaten hätte ich mir sowas auch mal gekauft. Da war keine Figur dabei. Das heißt, dieses Mal, hört ihr mal, das glaube ich, hört sich eher nicht so an. Ah, das könnte eine Figur sein. Also ich würde sagen, die lassen wir jetzt mal und beginnen tun wir mit, umgekehrt. Ja, richtig. Also wir beginnen jetzt einfach mal, würde ich sagen, hier. Ewig darf das Video auch nicht haben. Wunderbar, machen wir das auf. Ja, ein gelbes Ei erwartet uns schon lange. So. Ah, und wir haben ein, sowas habe ich eh schon mal gezogen, sowas ähnliches. Das findet meine Oma so toll. Also das ist hier vom Mixart, das ist ja ein Mixart. Das grüne Männchen mit grün und rot. Grün und rot, ernsthaft Leute, ist das nicht lila hier? Naja, egal, ist ja ein Fail. Hier sieht man halt, da sind diese Ausmalbilder. Ausmalen. Ist jetzt für, wenn ich in der Schule ganz nett, wenn einem langweilig ist, aber so wirklich würde ich mir jetzt nicht nehmen. Das da, mit dem machen wir weiter. Ich glaube nämlich, das ist das heilige Ei. Aber versteht das jetzt nicht falsch, ich meine das heilige Überraschungsei. So, oh, das geht relativ putzlig auf, dieses Ei. Aber als männlicher Mann schafft man das. So, ein gelbes Ei. Ei, ei. Hm? Die Schokolade ist und bleibt gut. Und wir haben... Das habe ich noch nie... Ein Motorrad, aha. Das habe ich jetzt echt noch nie gezogen. Eine Harley, eine Honda oder was das auch immer ist. Ich glaube, das ist von Sprinty. Ja, Sprinty. Und welches haben wir hier? Ich glaube, das da hinten. Ja. Ist ganz nett. Honda, ne, was habe ich gesagt? Wie heißt das? FT056B. Okay, da hat man dann hier eine Anleitung, wie man das aufklebt. Soll ich schnell aufkleben? Ja, dann kleben wir schnell auf. Also, dieses Teil hier. Hört da hinten hin, so. Glaube ich. Irgendwie. Ja, das sieht ja schon mal lecker aus. Nee, ich mach's doch nicht. Das dauert mir jetzt zu lange. Was mir zu Complications. Jetzt ist hier, das muss das Ei sein. Hört es? Das muss es sein. Jetzt, das wird sein. Weil sonst muss ich mich bei Ferrero wirklich aufregen, dass zumindest in meinen Dreierpacks keine versprochenen Figuren drin enthalten sind. Da muss ich mich dann wirklich beschweren gehen. Ne? So kann das nämlich nicht gehen. Und, wer sagt, ein orangenes Ei.
Orange bedeutet bei mir zuletzt, hat es immer bedeutet, etwas, es ist auf jeden Fall eng verpackt. Es darf alles sein, bis auf Papa Duck, bis auf diesen stinkreichen Typ da, dann auf den Eishockeyspieler und ich glaube, die brauche ich nicht. Kann jeder sein, bitte, aber nur nicht einer von denen. Und wir haben, yes! Juhu, wie cool ist das denn? Wie cool. Haben wir da wieder was? Nein, schade. Wir haben nichts zum Vorlesen, glaube ich. Hier, Mickey Maus und Freunde. Er hat nicht mal einen Namen. Schade. Wir haben jetzt keine Ahnung, was das ist. Ist es der Trick? Ist es der Track? Ist es der... Wie heißen die nochmal? Trick, Track und noch irgendwer. Ich krieg's gar nicht rauf, mal gescheit. So, oder? Also, welches Kind kriegt sowas rauf? Ganz schöne Fitzelarbeit. Also, ja. So. Ja. Ist ganz nett. Kleines Figürchen. Zum Spielen. Von Mickey Maus und Freunde. Und ich würde sagen, mit dieser coolen Figur hier verabschiede ich mich und dann sehen wir uns irgendwann mal wieder, wenn es wieder heißt, hallo, hier ist euer Moritz. Ach ja, genau. Wahrscheinlich wird das nächste Video erst im Juni kommen, Juli, weil da hab ich dann mein Fußballsammelheft voll und die Sticker würde ich gerne in einem Mappen-Update mit euch vor Ort einkleben. Also nicht vor Ort, bei euch. Also halt einkleben. Also mit dieser coolen Figur und verabschiede ich mich eigentlich leider wieder. Und dann sage ich halt wieder mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao.